Grüß Gott, Herr Wasmeier. Hallo, grüß dich gut. Die Bustouristik Scherzer, Fachzeitschrift Busfahrt, wir besuchen euch heute im Wasmeier Museum in dieser grausamen Zeit, die wir gerade alle miteinander erleben. Ich wollte euch einmal fragen, wie wichtig ist für euch, für das Wasmeier Museum, die Bustouristik? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das macht einen ganz hohen Prozentsatz aus. Bestimmte Monate sowieso. In August ist ja relativ wenig los mit dem Bustourismus. Bei uns jetzt hat da auch mal also mehrere Gäste. Aber die anderen Monate haben wir festgestellt, dass das teilweise sogar 70% sind, die wo den Tagesbetrieb an Gästen, also das heißt 250 Gäste, wenn da sind, dann sind es 200 fast nur. Und Gruppen, also das heißt Gruppen, sei es die Vereine, die kommen, sei es die, alles von Trachtenverein, angefangen bis dort hinaus und die normalen Bustouristen, die wo also mitkommen, die wo also allgemein, die helfen uns riesig. Also das ist einer der wichtigsten Punkte für jedes Freilichtmuseum, das zu haben. Wir sind ja auch ein privates Freilichtmuseum, wir müssen uns selbst erwirtschaften, wir bekommen keine Zuschüsse vom Staat, nicht einen Cent. Darum müssen wir natürlich auch wirtschaftlich denken und da ist das ein großer Faktor. Herr Wasmeier, wie ist, wenn ich jetzt ab 30. Mai darf ich in Bayern mit dem Bus reisen, wie ist Ihr Schutzkonzept aktuell, wenn eine Gruppe kommen wird? Also bei uns ist es so, dass wir Standard natürlich einhalten müssen mit Abstand und so weiter. Jetzt rein für den Museumsbetrieb. Ist es so geplant, weil wir machen ja meistens Führungen mit den Gruppen. Das heißt, vorher waren es 25 Leute pro Führungsgruppe, die haben wir jetzt aufgeteilt auf zwei. Das heißt praktisch, wir werden praktisch aufteilen zwischen 12 und 15 Personen. Dadurch kann man noch effektiver gehen. Natürlich können wir in den kleinen Räumen zum Teil die Abstände nicht einhalten, die wo also notwendig sind. Also machen wir sehr viel draußen, aber auch mit drin, miteinander. Also wir haben da echt schöne Führungen, die wo wir da anbieten können, also unterschiedlichsten Interessengruppen und das funktioniert ganz gut. Also das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt und das lässt sich gut machen. Also da können wir also schon was bieten, was jetzt sonst vielleicht gar nicht einmal so möglich wäre. Also das ist alles wunderbar. Ich würde mich freuen, wenn da mal kommen. Herr Wasmeier, wir fahren nächste Woche am 27. Mai nach Berlin. Es werden ca. 1000 Busunternehmer erwartet, es werden mehrere tausend Reisebüros erwartet. Man will einen gemeinsamen Auftritt in Berlin haben von der mittelständischen Tourismusbetrieben, den es bis jetzt nicht wirklich gibt. Aber das ist ein Tag, wo mal gezeigt wird, der Mittelstand im Tourismus in Deutschland leidet gerade fürchterlich. Haben Sie noch ein paar Worte für die Bustouristiker? Und ich übergebe Ihnen dann auch unseren Jubiläumsbus. Also ganz ehrlich, ich weiß, ich kann es nachvollziehen, wie ihr leidet drunter. Vor allen Dingen, es ist ja so schwierig, wie besetze ich einen Bus? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Aufwand des Fahrens mit dem Fahrer ist ja der gleiche und es ist bloß die Hälfte vielleicht drin. Ich weiß nicht, was die Regeln jetzt sind, aber das stelle ich mir extrem schwierig vor. Ich glaube, dass wir uns alle wünschen, dass wieder Normalität zurückkommt. Und wir leben von euch, ihr lebt von uns. Also das ist ein gemeinsames Win-Win-Geschichte. Und ich hoffe, dass wir da relativ schnell jetzt einmal wieder in die Normalität zurückkommen. Also ja, mehr wir hoffen können wir jetzt halt nicht. Okay? Also ja. Ich hoffe, du stirbst das letzte Song. Ja, also wir gehen nach Berlin, der bleibt bei Ihnen. Ja, vielen Dank. Es ist ein Jubiläumsbus von uns und danke fürs Gespräch, Herr Wasmeier. Und da können wir jetzt leider nur einer drin fahren, gell? Ganz ein kleiner. Nein, also alles Gute, ich wünsche euch, dass alles gut geht und drücke euch die Daumen. Danke.